So, dann machen wir jetzt das hier. Aber vielleicht in Marmor. Ah, so sieht es schon ein bisschen edler aus. Ich mache mal hier Licht an. Und dann machen wir das hier hin. So. Dann eine helle Spüle. Auch hier schwarzer Granit. Griffe, Details. Machen wir. Ach, das ist das da. Hell. Sieht auch nicht hell aus. Metall machen wir. Auch hell. Wie das dann aussieht, mal schauen. Da kommt dann hier hin. So, dann heller Doppeltürschrank Colina. Auch genau selbe. So, das kommt dahin. Und das dahin. Und dann das hier hin. Lampe haben wir hier noch nicht. So, heller Doppelofen, Colina. Das nehmen wir in Schwarz. Details Gold und Glas auch schwarz. Ah, hier ist keine gute Idee. Aber dann können wir das vielleicht hier machen. So. Dann heller brauner Kaffee. Dunkel. Vielleicht so. Egal, lassen wir hier so. Heller langjähriger Hängestrang. Ja, das lassen wir mal. Das packen wir mal hier hin. So die Höhe. Dann. Ach, noch einen. Den packen wir dann. Welche Höhe ist denn das? Diese Höhe. Hoppla. So, so ist perfekt. Der steht mir hier noch im Weg rum. Krankochfeld. Ja, den packen wir dann. Komm, den packen wir hier hin. So. Nice. So, Abzugshaube. Dann würde ich sagen, den packen wir eher hier hin. Und die Abzugshaube. Ja, nehmen wir so. Und hier hin. Den lassen wir in weiß und packen das dann, hoppla, hier hin. Langer Teppich. Lassen wir hier. Und den nehmen wir. So, haben wir hier einen Lichtschalter? Hier haben wir einen. Können wir das hier ausmachen? Ja, hier. Hier wäre es besser. Dann ist vielleicht doch ein bisschen zu dunkel hier. Da machen wir mal vielleicht noch ein paar Lampen mehr. Den hier weg. Lampen, 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 Lichter. Deckenlampen. Nee. Ja, weniger die. Ja.
Sind wieder ein paar neue Lampen hinzugekommen oder wie? Welche nehmen wir denn wohl jetzt? Also. Ah, vielleicht. Das Geld haben wir nicht mehr dafür. Könnte. Und dann nehmen wir das. Und das packen wir hier hin. So. Dann machen wir mal Licht an. Hier sieht es wieder heller aus. Viel schöner. So, und dann was müssen wir hier machen? Wir sollten diese beiden Wände loswerden und das Wohnzimmer mit Küche und Esszimmer verbinden. Gehen wir es an? Lass es uns abreißen. Lass uns die Wände behalten und den Essbereich vom Wohnbereich trennen. Das ist eine gute Lösung für traditionell gerichtete Kunden. Die finden, dass ein Fernseher beim Essen stört. Da bin ich seiner Meinung auf jeden Fall. Dann machen wir das. So, diese Wand lassen wir dran. Dann wird hier der Essbereich sein. Und hier der Wohnzimmer. Das Wohnzimmer. So, dann fangen wir mal an zu streichen. So, Aufgaben. So. Dann nehmen wir den Eimer. Und Wandfliesen, Tapete, Bambus. Das sind, machen wir hier. So. Das wird dann ab hier. Das wird der Essbereich. Wieder leer. Na, ich glaube, das wird auch noch nicht reichen. Kann ich auch die Decke damit? Nein. Dann werden wir die Decke halt streichen. Wohl könnte vielleicht doch noch passen. Perfekt. Dann können wir den Rest hier. Komm, für hier und das bisschen noch. So, dann können wir den Rest wieder verkaufen. Dann wird der Rest von dem Bereich hier damit gestrichen. So, und auch die Decke, aber die Decke vom kompletten hier Raum. So. Wir wollen ja, dass der Kunde sich freut, wenn er hier hinkommt, hier endlich einzieht. Dann auch das bisschen, bis hier, up und up. Boah, diese kleinen Räume, hier diese Wandschränke, finde ich echt schrecklich zu streichen. Hier so eng ist immer. So, dann haben wir gleich den Wandschrank auch fertig.
Aber immerhin haben wir das. Und dann fangen wir hier an. Dann hier noch und das hier oben und nachfüllen, dann wieder das hier oben. Hoppla. So, dann haben wir es gleich. Irgendwie die Tür gefällt mir noch nicht so wirklich. Die sieht sehr stark verbraucht aus, sagen wir so. Das da oben noch. Ach so, ich soll noch mehr Wände machen damit. 80 Wände muss ich da umstellen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, die hier machen wir auch nochmal damit. Fand ich jetzt schade. Aber naja. So, dann machen wir das hier noch. Und das hier noch. So, bis hierhin. Und das hier machen wir auch noch so. Dann hätten wir das auch. Finde ich jetzt schade, aber dann ist es zumindest der Bereich. So, Bodenlaminat. Ist das dasselbe wie das da? Sieht so ein bisschen aus. Jo, es ist dasselbe. Dann hier. Und hier. Dann hätten wir das alles. So einen schmalen Vorhang. Nee. Dann würde ich ja sowas hier nehmen. Der würde eher hier hin passen. Dann wird es bald aufgebraucht. Ja, das sehe ich. Aber naja, die haben schon sehr interessante Wünsche. Daher ist das nicht meine Schuld, dass das Geld weg ist. Und hier. So, und breiter Vorhang. Nehmen wir ebenfalls im selben Grün. Ja. Da. So. Jo. Und ab. Voila. Coach Elle. Würde ich sagen, passt hier eher so ein Cremeton. Ja. Oder komm, machen wir den hier hin. So. Dann Obolo-Sessel. Löwenzahn. Oh, Linien sieht schon interessanter aus. So, hier. Runder Tisch Otto. Ah, der Farbton passt schon. Ich glaube, das ist für einen Esstisch, oder? Ja. Otto Couch. Ja, das ist der Esstisch, genau. Der kommt dann hier hin. So, dann. Smaragd, nehmen wir Smaragd. Dann machen wir den ein. So. Den. So. Den schieben wir ein bisschen näher dahin.
Dann kommen hier noch die anderen zwei hin. So, und hier noch. Ein Bücherregal. Ja, nehmen wir grün. Den packen wir dann hier hin. Jo. Couchtisch. Der kommt dahin. So, dann den nehmen wir ebenfalls in grün und weiß. Stellen wir hier hin. Ah, gefällt mir nicht so, wie das da mit dem Vorhang. Kommt er dahin. Ein Yucca. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir ein weiß. Und hierhin einer. Und ah, da passt er nicht hin. Aber komm, dann sieht es hier schöner aus. Dann haben wir hier noch die hier. Dann nehmen wir grün. Ja. Der kommt dann hierhin. Und der kommt hier hin. So. Tonleuchter. Den lassen wir so, wie der ist. Der kommt hier hin. Klassischer Teppich blau. Der kommt da drunter. Fußmatte. Welcome. Gibt's auch ein Rot, Grau, Rosa, Gelb. Ich würde sagen, natürlich. Packen wir hier hin. Den nehmen wir auch in Sapeli wieder. Dann kommt der hier hin. So. Bild Nebel. Oh, nehmen wir Nuss. Eine Nuss wird das richtig schön aussehen. Der kommt dann dahin. Und Spiegel Noassen. Der kommt dann. Können wir davon die Farbe ändern? Sapeli. Lassen wir hier so. Ja. Einkommen haben wir 10.500. Hätte ich vielleicht hier besser machen können, aber naja. Haben wir jetzt halt so gemacht. Und ich würde sagen, wir beenden das hier mal. Und ja. Nice. Sieht schon viel, viel geiler aus als vorher, muss man sagen. Jo, was war das jetzt für eine Melodie? Haben wir irgendwas freigeschaltet oder so? So. Aber ich schaue mal noch mal kurz nach Rex. Hier fehlt mir irgendwie so ein Stück Geländer oder sowas. So. Hat er auch genug Wasser hier? Oh, der guckt da ganz traurig auf seinen Napf. Mit Nahrung füllen, der hat Hunger. Komm. Komm, Rex, iss. Du hast hier jetzt was zu essen. Komm, Rex, iss. Du hast alle Maulwurfsvögel beseitigt. Gute Arbeit. War denn hier wieder ein Maulwurf?
Rex. Und ups. Na, ich finde unseren Garten schon geil. Du bleibst jetzt drin, Rex. Ich weiß, du hast da zwar draußen eine eigene Hütte, aber hier drin ist schon wärmer, oder nicht? So. Ah, ich feiere schon unten. Ich feiere schon unsere Hütte. Aber ich finde. Das sprenkelt hier rein. Ist aber doof, dass wir hier kein Auto haben können. Auto. Oder hier, Auto. Nicht. PKW gibt es auch nicht. Vehikel. Ne. Gibt es leider anscheinend nicht. Lass mal zu. Warten wir auch zu lange. Treppe müssen wir auch irgendwie ändern können. Würde ich auf jeden Fall gerne. Jo, sieht auch nice aus. Oder hier. Relax. So, dann können wir aber auch mal schauen, was wir hier vielleicht Neues kaufen können oder so. Wir haben jetzt 113.000 Euro. Ein langweiliges Haus. Zwei Etagen, zwei Räume. Ja, komm, wir nehmen mal das hier. Ja. Und dann können wir mal schauen, wem wir das auch verkaufen können. Und als allererstes räumen wir den Müll hier auf. So. Ah, das Haus tut mir auch schon ein bisschen leid, so wie das aussieht. Die Bäume würde ich auf jeden Fall gerne lassen. Irgendwie sieht das schon nice aus. Das ist nicht draußen, sondern drinnen. Was haben wir hier? Ein Keller. Nice. So, das verkaufen wir. Und fangen an, sauber zu machen. Hier den Keller. Da haben wir was kaputt. Treppe können wir nicht ändern. Oh Gott. Wie kann man
einfach nur so verwohnen, wirklich. Oh Gott. Ja, ich weiß, dass hier so viel Müll ist. Ich bin ja auch dabei aufzuräumen, wie ihr seht. Oh. Nee. Schrecklich. Ach, da oben ist auch noch Müll. Und weg. Hier auch noch. Ja. Welche Assis haben hier gelebt? Hä? Ah, hier ist Haustür und hier ist Badezimmer. An sich wäre das auch eine schöne Hütte. So, dann fangen wir mal an, den hier zu ersetzen. So. Und fertig haben wir hier eine neue Steckdose. Ja. Draußen ist noch dreckig. Dann gehen wir mal raus. Oh, den Rasen muss ich auch noch mähen. Nee, das ist. Das ist doch irgendwie drin. Fenster reinigen. Ach. Das muss ich so reinigen. Wo gibt es hier noch? Ah, okay. Den muss ich dann so reinigen. Und den hier so. Aber die Fenster von Graffitis reinigen, das war jetzt neu. Das kannte ich noch gar nicht. Ist zwar besser so, aber. Das war mir noch gar nicht bekannt, dass das so möglich ist. Hoppla. So, dann wollen wir hier einen Heizkörper anbauen. Wo haben wir das? Na, hier ist ein Anschluss da. Heizkörper. So. Der ist dran.
Ich würde sagen, hier aber auch andere Fliesen vielleicht. Wände. Wandfliesen. So, nehmen wir mal hier. Die sehen nice aus. Eins. So. Drei. Ich glaube, das wird reichen. Und machen die. Ja, sieht schon nice aus. So. Sieht deutlich besser aus als das, was wir vorher da hatten. So. Und kann sein, dass das sogar uns reichen wird. Hoffentlich. Ja, könnte vielleicht doch knapp werden. Machen wir mal zu. Ja, wird knapp. So. Ah, muss ich doch einen Stapel noch kaufen. So. Dann hier, hier, hier und hier. Und weg damit. Badewanne würde ich so lassen. Obwohl, vielleicht machen wir da eine Dusche rein. Und, warte mal. Würde ich das dann woanders hinpacken? Ein Haus oder Badezimmer? Wir brauchen mindestens zwei. Geil. So, Anschlüsse. Installationen, Heizung, Sanitär, Join. So, Wasserinstallation für die Toilette. Lassen wir hier. Dann Duschinstallation. So, dann kommt hier die Dusche hin. Badewanne wollen wir nicht. Toilette, Waschmaschine, Spüle, Spülmaschine. Nicht Spülmaschine. Der Spüle meine ich. Heizkörper haben wir ja. Und dann wollen wir Waschmaschine. Waschmaschine wollen wir hier haben. Ich würde sagen, aber wir fangen zuerst mit der Dusche an. So. Dann Badezimmer. Bäder und Duschen. Was nehmen wir? Irgendwie eine kleine Dusche auf jeden Fall. Freistehende Sauna mit Dusche. Kaylee, was? Rechte Eckdusche via Ladem, was? Nee, die ist nicht da, wo ich die haben möchte. So, die sieht vielleicht klein aus. Nein. Einbaudusche. Ja, dann muss die wohl darin kommen. So, reinschrauben. So drauf, dran, so. Dazu, das dahin. So.
Ach nee. Die steht da vollkommen falsch. Installation. Wo haben wir Duschinstallation da? Dann muss das hier. Zimmer, Duschen. Dann können wir die hier nehmen. Und der hier ist dann auch vollkommen im Weg. Nee, falsch. So. Muss ich die andere nehmen? Ja, musst du die hier nehmen? Kann ich dann die Dusche jetzt wieder, nicht die Dusche, boah, was ist mit mir? Waschmaschine da jetzt installieren? Ja. So, dann machen wir die Waschmaschine. Einbauwaschmaschine. Ja, nehmen wir die. Machen wir die ganz weit nach. Nee. Dann machen wir die hier hin. So. So, dran, da dran, fest und dran. Und der hier. Ja, geht zwar da ein bisschen rein, aber dafür haben die eine Waschmaschine.